Hi Leute, ich bin gestern von einem Wanderritt zurückgekommen und bevor ich es wieder wochenlang vergesse, habe ich gedacht, ich mache sofort ein Intro, damit ihr mal wieder ein Video von mir bekommt. Sorry schon mal für die Bildqualität vom restlichen Video, weil ich das mit dem Handy gefilmt habe, aber man kann trotzdem alles erkennen. Spaß beim Video. Viele von euch wissen ja vielleicht, dass ich Hofpflegerin bin und immer mal wieder auch sehr spezielle oder sehr schwierige Fälle bekomme, gerade die, die angeblich unheilbar sind, wie zum Beispiel Hufrolle, mache ich sehr häufig. Darüber mache ich nochmal ein eigenes Video, hier schon mal als kleine Ankündigung, weil es zu viel wäre, das alles in dieses Video zu packen. Hier geht es mehr darum, was man mit Barhufen, mit gesund gepflegten Barhufen so erreichen kann. Ich habe den Giacomo dabei gehabt, der ziemlich viele Wehwehchen hatte und der ist beispielhaft für viele Pferde. Also er hatte zum Beispiel Arthrose im Vorderbein und im Hinterbein. Er hatte eine leichte Hufrollenproblematik und er war sehr schreckhaft. Gerade wenn man weiß, dass eben dieses Pferd so krank war, kann man noch mal besser hingucken, wenn man sieht, auf was für Boden wir reiten konnten und wie gut das funktioniert, wenn man Barhufe richtig pflegt.
Idee.